Hallo, heute geht's mal wieder auf die gute alte Loot. Die liegt schon seit 10 Tagen rum, aber ich hatte einfach keine Zeit und wollte die mir jetzt aufsparen, weil ich ja schon einige hintereinander hatte und auch mal wieder was anderes wollte. Hier, die ist so halb eingerissen. Das ist die fünfte und letzte Box. Hier, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch mehr. Erster Blick. T-Shirt ist drumherum gewickelt. Ah, T-Shirt machen wir mal noch nicht. Hier sehen wir eine Tasse. Guardians of the Galaxy 2. Kommt ja bald raus. Ich hoffe, dass diese Tasse ein bisschen mehr aushält als die Batman-Tasse. So, jetzt haben wir die mal so ein bisschen so rausdrehen und dann kann man die rausziehen. Das ist normales Material. So sind alle meine Tassen eigentlich. Marvel und das andere war DC. Normales Porzellan, was eventuell noch einen Stoß abhält. Jetzt schauen wir doch mal, was da drauf steht. Groot, Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax. Also hier stehen alle Namen drauf. Ich heiße Groot. Was, ApoRed? Nee. Ist ja ApoRed, ist jetzt falsch rum. Da freue ich mich doch. Die muss ich sicherstellen. Wollen wir mal testen, ob die hält? Nee, lieber nicht. Eine vernünftige Tasse. Auf der anderen Seite noch was? Nee, es ist darüber. Das scheint ja eine Marvel Loot zu sein. Marvel. Schauen wir mal rein. Ice Cube Trader. Eiswürfel. Das ist doch mal geil. Die heiße Saison beginnt. Das Spiel habe ich natürlich auch schon. Das Telltale Game von Marvel, von Guardians of the Galaxy. Ein Anhänger? Gaia? Gaia. Gaia Entertainment GmbH. The Order. Hier vom Game. Das wollte ich mir auch irgendwann mal holen. The Order. Das ist Gaming Loot. Da hat man doch schon was in einer Box. Harry Potter Bierdeckel. Da haben wir schon wieder Gryffindor. Gleich ganz oben. Vier Stück. Gryffindor. Slytherin. Ravenclaw. Und Hufflepuff. Klingt so ein bisschen versaut. Aber... was soll ich machen? Ist nicht meine Idee gewesen. Straight out of Fox River. Aufkleber. Prison Break Aufkleber. Absolutes Insider-Produkt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Straight out of Fox River. Ein T-Shirt. Schauen wir mal nach. Größe M haben sie schon mal richtig. Natürlich wieder Rundhalsausschnitt, wie alle, was ja Alexi, Bexi immer ein bisschen kritisiert. Und Gamers Don't Die Say Respawn. Ja, öfter muss man respawnen, das ist wohl wahr. Wenn ich tot bin, gibt es ein Respawn. Das sieht geil aus. Ja, was? Marvel-Fans kommen dieses Mal doppelt auf die Kosten. Mit diesen Eiswürfelformen könnt ihr Eiswürfel mit Motiven von beliebten Marvel-Helden machen. T-Shirt Gamers-Shirt im Retro-Design zeitlos gut. Stimmt auch. Schlüsselanhänger. Edle Schlüsselanhänger mit einem von vier Motiven. Assassin's Creed, Evolve, Super Mario, The Order. Ich hab The Order. Tassen. Die Tassen kommen mit einem von vier Motiven aus Guardians of the Galaxy. Zweimal mit einem neuen Lieblingshelden, zweimal mit allgemeinem Motiv zum beliebten Comic und Film. Es ist Zufall. Anhänger hätte ich auch den bekommen können. Ich habe die Order bekommen. Das andere wäre Evolve gewesen.
Evolve kenne ich nicht. Die Order sagt mir wenigstens was. Hätte ich auch gerne schon mal gespielt. Assassin's Creed, das war in Ordnung. Und Super Mario wäre auch in Ordnung. Bei den Bierdeckeln gibt es auch 4 Varianten. PlayStation-Untersetzer hätte man auch noch bekommen können. Mich stört es jetzt nicht. I am Groot wäre auch nicht schlecht gewesen als Tasse. Aber macht nichts. Das Tape als Tasse, das hätte wieder zu dem anderen Dinge gepasst. Macht aber nichts. Und Rocket als Tasse wäre auch noch möglich gewesen. Es fehlt ja noch der Geruchstest. Ist wieder der Einheitsgeruch, den die T-Shirts allgemein haben, die da herstellen. Natürlich wird es wieder in China hergestellt worden sein. Oder auch nicht. Hier steht Made in Bangladesh steht hier. Riecht aber wie aus China. Ist dasselbe Prinzip, was die anwenden. Viele Tage sind vergangen und jetzt probieren wir endlich mal aus, wie diese Eiswürfel aussehen, ob das auch dementsprechend was ist. Dank dem Gummi lassen die sich einwandfrei ganz leicht entfernen. Man erkennt die Rüffel. Ich nehme mal noch die Faust. Mal gucken. Denn bei YouTube muss man sich immer durchsetzen. Lieber nicht mit Fäusten, aber man braucht schon eine harte Haut. Ein hartes Fell, nicht eine harte Haut. Um Gottes Willen. Ist das die Faust von Smoothtube? Schaut so aus. Da komme ich zum Fazit. Ich habe nichts zu bemängeln. Kann ich der Box auch glatte 10 Punkte geben wie bei der Setbox. Also Setbox und Loot Rider haben in dem Monat April volle Punktzahl erreicht. Hier ist alles in Ordnung bei dieser Box und deswegen 10 Punkte. Das war jetzt ein Zwischenvideo, was eigentlich schon abgedreht war. Aber ich wollte ja unbedingt noch die Eiswürfel mit reinbringen. Und ein anderes Video braucht einfach länger, an dem ich gerade sitze. Das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Loot gut. Und tschüss.